Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Runde des MSK Cup bzw. der MSK World Tour. Wir sind im Viertelfinale und wir stehen da gegen den guten Pro Owens, gegen Danny, das Hinspiel bereits auf seinem Kanal gewesen. Schaut da vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Link ist in der Videobeschreibung genau zu allen anderen Teilnehmern. Haut auf jeden Fall mal bei denen ein Abo raus bzw. ein Like auf die Videos von diesem Turnier. Und natürlich schaut beim Veranstalter, dem MSK, vorbei, der dieses krasse Turnier hier organisiert hat. Hinspiel, wie gesagt, gerade schon gespielt worden. Ich verrate euch das Ergebnis in 5, 4, 3, 2, 1, 2 zu 5. Das Ganze allerdings weniger, also mehr eindeutig eigentlich, als es klingt. Das 5 zu 2 ist in der letzten Minute noch gefallen. Das war nochmal ein Konter, weil ich auf total Angriff gegangen bin. Er stand lange 4 zu 2. Er hat auch geführt zweimal. Das Ding bei der ganzen Geschichte ist, das habe ich bereits auf der Gamescom zu Danny gesagt und ich bleibe auch bei diesem Standpunkt, ich werde gegen Danny nicht weiterkommen können. Das liegt ganz einfach daran, dass Danny ein Skiller ist, beziehungsweise dass Danny es auch mit seiner Nation, mit 3 5-Star-Skiller in seinem Team, skillen kann. Und skillen ist dieses Jahr wieder unfassbar overpowered. Woran liegt das? Ganz einfach an der Engine. Denn wenn du einen Spieler den Skill-Move unterbrichst, ist es sofort ein Foul. Und so ist auch das erste Tor gefallen, das war ein Elfmeter, weil Ronaldo im 16er einen Trick gemacht hat, Payet dämlich reingerannt ist. Das 2 zu 2 war dann, naja, wieder mal ein Impact-Engine-Fail, wo meine Spieler gegeneinander gerannt sind. Allgemein sehr viel scheiß Passgenauigkeit und sowas, aber das sollen alles keine Ausreden sein, denn Danny war auch ansonsten, der hätte auch ansonsten schon führen müssen. Ich hätte niemals in Führung gehen dürfen, der war der klar bessere Spieler in der ersten Partie. Ich hoffe, dass ich in der zweiten jetzt einigermaßen gut dastehen kann, zumindest einen Unentschieden rausreißen kann mit diesem Team hier. Vorne, ja, der gute Remy Alessandrini haben wir dann drin auf der Bank, unter anderem Niang und Briand. Ich bin, wie gesagt, relativ pessimistisch. Das liegt einfach daran, dass ich gegen Skiller nun mal nicht spielen kann. Das habe ich auch gegen NE schon gesagt. Das ist nun mal einfach so, einfach weil ich nicht... Ich traue mich nicht, in den Zweikampf gegen die zu gehen, weil es meistens ein Foul ist und dann ein Elfmeter oder Gelb oder sonst was. Und, naja, wenn sie vorbei sind, sind sie vorbei und das ist ein Tor. Ist halt ein bisschen blöd. Aber egal, versuchen unser Bestes. Ich laber Danny ein, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. Es hat länger gedauert als gedacht, denn wir mussten natürlich mal wieder dank EA, naja, Router resetten und so weiter und so fort. Er hat hier, wie ihr sehen könnt, mittlerweile nicht mehr die normalen Karten von Thiago Moutinho, Fonte oder auch Quaresma. Ich glaube, der hat auch nicht als Footy gehabt. Er hat auf jeden Fall den Footy Quaresma, er hat den Stürmer Ronaldo, er hat Thiago, Team of the Season, Cavaleiro Man of the Match. Dazu noch Moutinho in Form, José Fonte, Team of the Season, und das wird auf jeden Fall eine schwere Partie. Aber wie gesagt, ich will mich so gut präsentieren, wie es geht. Und übrigens steht jetzt Niang auf dem rechten Flügel. Mal sehen, wie das so werden wird. Ich bin gespannt. Auf geht's. Wohin? Da ist doch keiner. Was machst denn du da? Das ist wieder so das Beispiel. Warum spielt er den mit links und warum spielt er den so? Aber egal. Niang ist noch am Ball. So, jetzt Fek hier mal. Und jetzt der Pass auf Remy. Aquantrau. Ist halt auch das Ding, er kann halt zu dem, dass er es gehen kann, auch noch verteidigen. Jetzt aufpassen, dass er nicht in die Lücke spielt. Gut abgewehrt. Oh, ganz viel Platz jetzt auf rechts. Da ist er rausgerückt mit Coentrao. Und Young hat jetzt mal Platz. Schön gemacht gegen Thiago im 16er. Was ist das denn für ein Abschluss? Luis Figo. Naja, kannst du nach 20 Minuten mal bringen. Für 80 Minuten sollte die Luft von einem 45-Jährigen dann doch reichen. Puh! Nein, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt auf Außen, Quaresma. Na, das ist... Oh, nein. Mhm. Wie gesagt, du kannst es nicht verteidigen, es geht nun mal nicht. Wenn du da gegen Ronaldo reingehst, dann ist der Ball sowieso entweder im Tor, weil du nicht triffst, oder ist halt ein Freistoß, Elfmeter oder sonst was, den er dann im Notfall auch reinmacht. Aber das habe ich ja schon angekündigt. Jetzt mal Gegenangriff hier direkt am besten. Ich habe das nicht mal gedrückt, Alter, Mann, das ist... Dann kann er den Pass nicht rechtzeitig spielen. Ich bin momentan noch gar nicht zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft und mit mir vor allem nicht. Das ist noch viel gravierender. Habe auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Marien Young das voll gemacht hat, sondern Pogba. Aber umso besser, weil der steht ja offensiv, jetzt leckt das hier ein bisschen. Das ist nicht so schön. Ich weiß aber sowieso, wie ein Ball spielen soll. Wahrscheinlich direkt, nein, nicht in den Fuß vom Gegner, okay.
Diese Engine und irgendwie komme ich doch durch und dann ist Fonte schneller als Ribéry. Irgendwie läuft das hier gerade alles nicht und das geht mir auf den Keks. Ich bin, wie gesagt, deutlich angespannter als gerade eben in der Partie. Gerade eben war ich eigentlich, also ich war aufgeregt, aber ich war ruhig. Ich war einfach nur nervös. Jetzt gerade kotzt mich das Spiel extrem an, was gerade trotz dessen ich 5-2 verloren habe und da deutlich mehr dominiert wurde, als es hier ist, nicht der Fall war. Aber gut. So, da haben wir wieder den Leck gesehen und natürlich funktioniert das trotzdem. Halbzeit, so. Egal. Einfach weitermachen, ohne lange drum rumzuschnacken. Mehr als weitermachen kann man sowieso nicht. Wir müssen 2 Tore machen, sonst sind wir raus. Ganz einfach. Torverhältnis zählt ja anscheinend nicht. Habe ich zumindest in irgendeinem Viertelfinale gesehen, dass, egal wie das Ergebnis war, beide haben einmal gewonnen. Gibt ein drittes Spiel, gab ein drittes Spiel. Und ich denke mal, hier ist es dann wohl genauso. Weiß ich nicht. Also einfach mal erstmal gewinnen. Dann, ne? Haben wir schon mal... Sind wir schon auf dem richtigen Weg, aber bis das geschafft ist, weiß ich nicht. Och man, ich habe den Pass gedrückt und der spielt ihn einfach nicht. Es wurde nicht mal unten aufgeladen. Diese scheiß Lags. Komm, mach ihn einfach rein. So, 1-1. Mehr als glücklich, weil absolutes Scheiß-Tor, aber seins war ja auch ein 20-Goal, von daher ist mir vollkommen egal, was ist ein Turnier. Und da muss man auch die dreckigen Dinge einfach mal mitnehmen. Niang mit dem Tor. Ja. Der Leck halt, ne? Pass auf, ich weiß nämlich genau, was jetzt passieren wird. Danke, dass du erstmal dem Torwart zuklatscht, anstatt zur Eckfahne zu laufen. Ich hab's gesagt, ich hab's einfach angekündigt. Es war so klar, weil es ist jedes Mal der gleiche Scheiß. Man kann diese Ecken nicht verteidigen, weil irgendjemand wieder dumm rumsteht. Ganz ehrlich, war... Das ist einfach beschissen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Tut, er läuft am Ball vorbei. Er läuft am Ball vorbei. Ich wäre lieber frei aufs Tor zugelaufen, als einen scheiß Freistoß zu haben. Was soll ich damit? Nicht mal gelb, ja, nee, ist klar. Oh Mann, ey. Komm. Einfach rein das Ding. Einfach rein das Ding. Oh. Ah, komm. Oh Mann. Warum steht da eigentlich niemand noch weiter auf dem linken Flügel? Fall doch einfach hin, Mann. Gib ihm Rot. Ist mir egal. Ach, das gibt auch nicht mal Gelb. Na, die Geschichte. Ja, da hat Koscielny keinen Bock gehabt. Und damit steht's jetzt... Oh, doch nicht, weil Ronaldo verkackt. Egal, es bringt alles nichts. Cabella, Mann! Mach den doch einfach mal rein! Fake hier, komm, 2-2. 88. Ich bin schon auf totaler Angriff, es ist alles vollkommen egal. Hauptsache, einfach irgendwie noch einen reineiern. Vollkommen scheißegal wie. Einfach irgendwie ein ganz dreckiges, scheiß sweaty Goal oder irgendwas. Einfach reinpinnen. Oh Mann, wenn der einfach nur hinfällt, dann gibt's wenigstens einen Freistoß. Aber nein, bei mir können sie es wieder nicht. Weißt du, Ronaldo im Hinspiel fällt sofort hin und er kann es nicht und deswegen steht das 3-1. 4-3-2. Es ist einfach so ärgerlich. Es ist einfach so ärgerlich. Diese scheiß Engine. Im Endeffekt ist er verdient weiter. Im Hinspiel war er besser. In dem Spiel jetzt war es Augenhöhe, aber gegen Ronaldo und Co. kannst du halt nichts machen. Ich wünsche Danny auf jeden Fall viel Glück im weiteren Turnierverlauf. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich denke mal, er hat relativ gute Karten, gerade weil er mit Portugal spielt. Und weil er halt mit seinen 3 Five-Star-Skillern da vorne einiges machen kann. Bitter für mich auf jeden Fall. Ich wäre gerne eine Runde weiter gewesen. So wird das nichts. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder hier den Hass auf meiner Seite. Max, du bist doch ein schlechter Verlierer. Aber nö, das bin ich überhaupt nicht. Ich mag es halt nur nicht, wenn das Spiel mich... Ja, wenn das Spiel mich nicht lässt. Wenn das Spiel quasi... Ja, scheiße macht. Wenn das Spiel einfach...
Ja gut, es war halt sweaty, ne? Aber trotzdem, warum läuft er da vor ihm weg? Das ist halt scheiße. Der Freischuss war kacke, das war mein Glück. Was haben wir hier wieder? Haben wir da mal irgendeine Analyse raus? Ja gut, ne? Er läuft hier weg. Wer ist denn das? Fake hier. Er läuft zu Ronaldo hin, macht die Lücke dadurch frei und läuft dann nochmal aus dem Weg, anstatt drauf zu gehen. Kann nichts machen, das war die Riesenchance. Ja. Weiß nicht, einmal ein bisschen weiter in den Eck und dann ist es gut. Ja, wieder eine große Chance gehabt. Weg hier nochmal und dann Figo, ja gut. Stehe ich halt auf totale Offensive, da kann er kontern. Wie auch schon im Hinspiel. 2 Niederlagen, ich denke mal trotzdem, war das Ganze in Ordnung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Und Glückwunsch auch nochmal an Danny. Er ist verdient in der nächsten Runde und soll das Ding jetzt bitte auch gewinnen. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.